Willkommen auf der Saal Talks. Auch wenn ich jetzt aktuell wahrscheinlich sehr viel Escape from Tarkov spielen werde, habe ich mir das gute Stück heute bei meinem eigentlich monatlichen Anime-Einkauf, allerdings waren nicht so viele Animes da, deswegen habe ich das mitgenommen, geholt. Und zwar Xenoblade Chronicles in der Definitive, meine Fresse, in der Definitive Edition als Collector Set. Ah, ich mache erstmal die Folie ab. Und ja. Bei der normalen Version war ich damals auch schon um die Collector's Edition immer drumrum geschlichen quasi. Aber die Version, die es da noch gab, das war glaube ich bei Medimax, stand die noch rum. Sah schon extrem stramponiert aus, deswegen habe ich sie dann letztendlich immer nicht mitgenommen. Ja, das ist heute wahrscheinlich erst entschieden. Also hat mir zumindest ein Kumpel gesagt. Mir wurde das jetzt auch schon von ein paar Seiten immer mal empfohlen, deswegen habe ich es mir jetzt endlich mal geholt. Die Box tue ich erstmal kurz beiseite. Gucken wir mal rein, was alles so drin ist. Recht überraschend wenig Schrift auf der Rückseite. Das sind so ein paar Screens aus der Serie. Ich meine, das, was ich davon bis jetzt gesehen habe, sah wirklich sehr gut aus. So, was haben wir hier drin? Also, Sound Selection Vinyl, also eine Schallplatte. Ein Glück habe ich auch einen Plattenspieler da. Dann natürlich das Spiel und ein extra Steelbook. Ein 256-seitiges Booklet und ein quadratisches Poster. Ja. Also das Booklet werden wir uns zuletzt angucken. Erstmal zeige ich euch den ganzen Rest. Sonst dauert das immer so lange. Ja, hier haben wir immer nochmal die Box mit dem Schwert vom Hauptcharakter. Also ich weiß jetzt nicht so wirklich, worum es geht. Also eigentlich weiß ich es gar nicht. Aber hab bis jetzt nichts Negatives von diesem Spiel gehört. Dann ein, nehme ich mal ein japanisches Schriftzeichen. Hier hinten sind ein paar Kratzerleiter drauf. Naja, aber es ist eine riesige Box. Die ist natürlich anfällig für diverse äußere Schäden. Aber so sieht sie noch sehr gut aus. Dann guckt uns hier gleich das Steelbook an. Gucken wir es uns mal an. Okay, sehr schön. Mit einem Code, den ich freirubbeln kann, was ich jetzt aber nicht im Video machen werde, für die Music Collection zum Downloaden. Zum Glück ist noch ein so eine Reibefläche drauf, weil sonst hätte ich das jetzt im Nachhinein auch zensieren müssen. Und dann das Spiel, wenn wir es jetzt einmal in der Hand haben, weil so viel wird da ja für gewöhnlich nicht drin sein. Muss man doch gleich mal angucken. Da haben wir das Ganze. Ach, das ist ja gar nicht Xenoblade Chronicles. Ja. Nee, das ist. Oh mein Gott, ich bin total verwirrt heute. Und ja. Ich habe allerdings auch gehört, dass man den von Xenoblade Chronicles 2, also den ersten Teil, nicht spielen muss, aber kann. Ja. Schön, dass das Ganze jetzt auch nochmal auf Switch erschienen ist. Und dann holen wir jetzt, oder haben wir schon die Schallplatte? Hier ist nichts weiter drin. Ach, das ist ja. Gut, 62 cm mal 62 cm, ja, das ist schon viel. Aber hier machen wir auch die Folie ab. Die kriege ich natürlich nicht ab. Ja. Anreißen reicht hoffentlich aus. Finde es interessant, dass bei einer Collector's Edition eine Schallplatte mitgeliefert wird. Da haben wir also Steel echt nochmal eine extra Papierhülle drin. Hier hätten wir mal die Tracklist von Seite A und Seite B. Und so sieht das gute Stück dann komplett aus. Das ist ein richtig geiles Design. Ne? Willst du rein? Jetzt willst du rein. Natürlich alles ein bisschen vorsichtiger anfassen. Gut, dann das hier beiseite. Dann das Poster werden wir jetzt nicht ganz drauf bekommen. Ist auf alle Fälle nur einseitig, aber wir haben es ja schon auf in klein auf der Rückseite gesehen.
Und zwar, das ist der obere Teil, das ist der untere Teil. Weiter kriege ich es jetzt leider nicht drauf. Fühlt sich aber recht hochwertig an, fast so ein bisschen samtig. Und dann, das ist nur eine Pappe. Und dann, uff, du duff, schaut euch den fetten Klopper an. Ich blätter nochmal stichprobenartig durch, ich glaube. Alle 256 Seiten angucken, das wird jetzt ein bisschen den Rahmen des Videos sprengen. Ja. Ich mach das einfach mal so. Ich meine, wenn ihr die Hände an dieser Edition bekommen könnt, denke ich mal, schnappt sie euch. Ist echt schick gemacht. Und falls ihr gleich im Elektrikmarkt seid oder Elektronikmarkt, je nachdem wie ihr das nennt, kauft euch gleich einen Plattenspieler mit dazu. Also auf alle Fälle viele, 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 sehr viele Zeichnungen, was ganz hinten noch drin ist. Aus Doppelbord sind auch mit dabei. Die haben sogar ein anderes Papier als, also das ist so ein bisschen Hochglanz und das hier ist wie normales Zeichenpapier halt. Finde ich echt nett. Ja gut, dann wollen wir es auch dabei belassen. Falls ich irgendwo online noch diese Edition finde, verlinke ich es euch in der Videobeschreibung und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und ich denke mal, heute Abend, morgen und die ganzen nächsten Tage werde ich am Abend immer ein bisschen Escape from Tarkov spielen. Schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.